Zusammen mit unserem Kunden Angenind aus Hamminkeln haben wir die Mikrosuhle für den Ferkelaufzucht- und Schweinemastbereich entwickelt. Über einen Schlauch- und Stecksystem werden die Verteiler in jeder Bucht installiert. Über Edelstahlverteiler wird in jeder Bucht ein Bereich von etwa 60 cm im Durchmesser gleichmäßig in Intervallen berieselt. Kann losgehen. Ist das? Ja, sehe ich deutlich. Lauf nur so runter her. Ja, nee, das sehe ich, dass sie das nicht machen. Über 25 Grad. Im Abteil jetzt, 25. Ja. 28 Grad, ohne Heizung, ohne alles. Die Tiere nehmen einen Großteil des Wassers auf oder lassen es über ihren Körper rieseln zur Thermoregulation. Die Anordnung der Mikrosuhle sollte unmittelbar vor dem Kotbereich erfolgen, damit der Liege- und Fressbereich ungestört bleibt. Die Verrieselungszeiten betragen häufig nur wenige Sekunden, die Pausenzeiten werden automatisch an Wetter und Feuchtigkeit angepasst. In der Regel sind die Pausen etwa 20 bis 30 Minuten. Für diese Videoaufnahmen haben wir die Sprühzeiten künstlich verlängert. In der Regel sind die Sprühzeiten zwischen 10 und 20 Sekunden und die Pausenzeiten zwischen 20 und 30 Minuten. Auf dem Betrieb Angenend wurde im Vergleich zu anderen Abteilen kein erhöhter Gülleanfall festgestellt. Über das Steuergerät LC4M wird sichergestellt, dass die Werte der Lüftung über ein 0 bis 10 Volt Signal eingelesen werden und die Zuluftfeuchte und Zulufttemperatur bei den Sprüh- bzw. Pausenzeiten mit berücksichtigt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass zu keiner Jahreszeit der Temperatur- und Feuchtegehalt des Raumes negativ beeinflusst wird. Der Einsatz einer Mikrosuhle in der Ferkelaufzucht oder der Mast setzt selbstverständlich ein gutes Stallklima voraus. In diesem Falle ist der Stall mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet, die dafür sorgt, dass die Luft trocken und vorgewärmt in die Abteile geleitet wird. Eine Unterspaltenabsaugung sorgt zusätzlich für geringe Schadstoffbelastung für die Tiere und trockene Spaltenböden. Die Versuche auf dem Betrieb Angenend wurden ausschließlich in den Abteilen mit Langschwänzen durchgeführt. Das war in der Ferkelaufzucht genauso wie in der Mast. Zusätzlich war auch ein Abteil mit Ebermast und Langschwänzen beteiligt. Die Ergebnisse waren durchweg positiv. Ja, sehe ich, deutlich. Lauf nur so runter her. Ja, nee, das sehe ich, dass sie das nicht machen. Über 25 Grad. Im Abteil jetzt, 25. Ja. 28 Grad, ohne Heizung, ohne alles. Super. Und die Luft ist auch gut.